Game on Short Facts. Carry Gems Episode 2. Hier nur kurz verglichen die 19er Agilitäts-Gems für einen Carry aus dem Agilitätsbaum, und zwar verstärkte Patronen gegen Durchschlag. Ich spiele Bot-Games jeweils einmal mit Durchschlag, einmal mit verstärkter Patron und schieße mit den gleichen Ausgangsbedingungen auf den gleichen Gegner, in diesem Fall wieder der Orb Prime. Dabei ist es egal, was für eine Karte ich habe, Hauptsache ist, dass beide Szenarien die gleichen Ausgangsbedingungen haben. Es ist auch egal, dass es ein Bot-Game ist, im Bot-Game macht man mehr Damage in der Regel mit stärkeren Karten, aber wenn die Ausgangsbedingungen gleich sind, ist der Abstand zu beiden Builds genauso wie im PvP-Game. Verstärkte Patronen fügt jedem fünften Schuss 100 Fähigkeitsschaden zu. In beiden Tests schieße ich exakt 15 Sekunden auf den Orb Prime und messe den Schaden pro Sekunde, Damage per Second, DPS und den Gesamtschaden, den du in derselben Zeit gemacht hast. Und jetzt der erste Test, verstärkte Patronen. Verstärkte Patronen hat 3108 Schaden über 15 Sekunden gemacht mit einem DPS-Wert Damage per Second von um die 200 bis maximal 205. Man merkt, dass dieser Test etwas unfair ist, weil der Orb Prime so viel Fähigkeitsrüstung hat, dass von den 100 Fähigkeitsschaden nur 75 durchkommt. Generell sind diese Schadenswerte vollkommen egal, denn sie kommen im PvP nicht vor, das sind völlig andere Umgebungsbedingungen. Wichtig ist, dass der Abstand von beiden Tests, die ich jetzt mache, immer identisch ist. Das heißt, wenn der Abstand hier 5% ist, wird er auch im PvP-Game 5% sein. Und dementsprechend kommen wir jetzt zum zweiten Test. Durchschlag ignoriert bei Basisangriffen Rüstung des Feindes. Und das ist natürlich ein Heimspiel für diesen Gem, weil der Orb Prime so viel Rüstung hat, mehr als ein Tank zu dieser Phase des Spiels und dementsprechend maximal einen Value aus dem Gem rausholt. Zum Vergleich habe ich das alte Ergebnis als Kraft runtergelegt in Blau und das neue in Rot. Kommen wir zu Test Nummer 2. Durchschlag. Und das ist interessant, Durchschlag hat eine etwas steilere Schadenskurve, das heißt, es macht früher etwas mehr Schaden, aber im Großteil des Testes ist es so, dass verstärkte Patronen mehr Schaden macht, und zwar nicht wenig, sondern um die 10%. Und das, obwohl es für den Gem Durchschlag keine bessere Ausgangssituation gibt, als dieser Orb Prime mit so unglaublich viel Rüstung. Das heißt, im PvP macht verstärkte Patronen 25% mehr Schaden, so um die 100, abzüglich der Rüstung der Spieler, die aber mit 25% Fähigkeitsrüstung zu jedem Level eines Spielers immer gleich ist. Dementsprechend verlierst du nicht, je länger das Spiel dauert, an Value mit diesem Gem. Im Gegensatz zu Durchschlag. Vor allen Dingen Carries bauen ja alleine durch ihr Ausbau der Affinität, Agilität, Standardrüstung auf und sind dementsprechend etwas gewappneter gegen Standardangriffe, aber trotzdem ist der Value von verstärkter Schüsse tatsächlich höher, weil der Orb Prime auch hier sehr viel Rüstung hat, 65 Basic Armor, und ein Carry hat 60. Dementsprechend ist beim Carry der Value durch Durchschlag etwas geringer als am Orb Prime, und selbst am Orb Prime ist verstärkte Patronen tatsächlich besser. Ein Argument ist natürlich, wenn ich etwas mehr Standardschaden habe durch Durchschlag, denn man sieht ja, der Standardschaden mit 84 ist höher als bei verstärkter Patronen, wo nur jeder fünfte Schaden dann auch wirklich mehr Schaden macht. Wenn man dazu dann eine Crit-Karte da drauf hat, dann crittet die natürlich etwas mehr, aber mathematisch ist es so, dass der Value durch verstärkte Schüsse tatsächlich noch höher ist, obwohl die Crits etwas höher sind, wenn sie critten. Wenn dir das zu schnell war, schau sie einfach selber an oder rechne einfach nach. Die Zahlen siehst du ja. Und dann bin ich fertig. Wenn dir das Format gefällt, lass ein Däumchen da und einen Comment, freut uns immer bei Gamerholics TV. Schau auf den Stream vorbei. Und damit bin ich durch. Bitteschön.